Hallo, Ladies und Gentlemen, und herzlich willkommen hier in meinem Chaos. Es ist mal wieder soweit. Wir sind in dem fremden Bett einer Fremden aufgewacht, zum zweiten Mal. Wobei, eigentlich tatsächlich kennen wir sie ja jetzt schon ein bisschen besser. Wir müssen aber so tun, als kennen wir sie noch nicht, denn wir haben das Ganze ja schon einmal gespielt und probieren jetzt irgendwie nochmal ein anderes Ende herbeizuspielen. Ich wünsche euch damit hoffentlich viel, viel Spaß. Wir werden jetzt ein Spiel starten. Also, One Night Stand. Der zweite. So, wir wachen auf. Oh. My head. My stomach. So, also wir haben zu viel getrunken, wir wachen jetzt auf. Oh, what's that noise? Also, Telefon. My phone. Where's my phone? Das Problem ist, dass ja bis zu diesen Entscheidungsmöglichkeiten so viel Laberababa drüber rum ist. Got it. Shut up, phone. Oh, ich weiß, was wir tun. Wir sind jetzt mal ein richtiges Arschloch und machen Foto. Also. Mate, what the hell happened to you last night? Gary, what does he want? Also, wir müssen uns jetzt in diese Szene reinversetzen. Wir sind jetzt jemand anders und erleben das zum ersten Mal. Ich weiß, es ist schwierig, weil wir sind hier schon aufgewacht. Wir tun jetzt einfach so. Yeah, that's right. I was out with Gary last night. He doesn't sound too happy with me, though. Should I respond? Yes, wir antworten. I have no idea, but I've woken up with a banging hangover. You? So. Oh crap, my phone is about to die. I better plug it in before the battery runs out. Ja, das habe ich ja völlig vergessen. Where's my phone charger? Wir suchen aber doch das Teil, also das Aufladegerät. That's not it. That's not it either. My phone charger has to be around here somewhere. Wait. Wait, this isn't my bedside table. This isn't even my room. Where am I? My clothes, they're all over the floor. Am I? I'm completely naked. Whoa! Who is she? Why am I in her bed? Did we hook up? This must be her room. I hope this is her room. But who is she? Dude, you bailed on me. I gave up a date to you drinking with you and you wander off after one round? What the hell? Gary ditched his date and I ditched him? Shit. Did I really leave after one round of drinks? I can't remember. If Gary knew about the situation I was in, he might be able to laugh it off or give me some information at least. Should I tell Gary about this girl? Yes, of course. Wir sind jetzt, also wir dürfen nicht vergessen, wir sind jetzt wirklich ein Arschloch. Vielleicht nehmen wir auch einen Schlüpfer mit. Also so ein richtiges Ekelarschloch. So, pass auf, wir haben jetzt geschrieben. Hopefully Gary can shed some light on this situation. Also wir hoffen uns jetzt von unserem Kumpel Gary irgendwie Klarheit in diese Situation zu bringen. Oh bullshit, you're crab at pulling mate. You're going to need a better excuse than that. Give thanks for the vote of confidence. Dieses Wort kann ich einfach nicht. So, wir sehen sie. Und wir werden jetzt ein richtiges Arschloch sein. Shit, I can't remember anything that happened last night. It's such a blur. Leaving Gary seemed to ring a bell, but I don't even know who this girl lying next to me is and where the heck am I. This is going to be so awkward when she wakes up. Oh, this hangover is not helping. Well, if Gary's not going to take my word for it. Also, das ist, ich finde diese Aktion ja richtig krank, aber sie ist ja von hinten. I could take a sneaky picture. It would definitely shut him up. What should I do? Und take a photo. Crap at pulling. Hey, Gary. Oh. Oh. Wir haben's getan. Aber es ist ihr Rück. Aber trotzdem, sie ist einfach mal nackt. Wir haben ein Bild von einer nackten Fremden gemacht. So, jetzt bin ich gespannt. Komm, was sagst du? Und unser Akku hat doch gereicht. Me, one. Gary, zero. Oh, shit. My phone's completely dead now. And I'm still no closer to finding out what happened this night. What should I do now?
Ich wechsle jetzt einfach mal auf. I need answers. I need them now. Oh, what the? They cheat to throw the covers over me? Also, bei dem Versuch, als wir sie versucht haben zu wecken, hat sie trotzdem die Bettdecke über uns gemacht. She's gone? Maybe she's a little freaked out about all this. I know, I wonder if she wants me to leave. So, wir haben bis jetzt noch nie nach rechts geguckt, ne? Ah, okay, also, ich weiß gar nicht, was das ist. Ein Zettel. This flyer looks like it has seen better days. Paradox, da waren wir. Free entry. Okay. Oh, Paradox Monday Madness. Is that the bar we went to last night? I vaguely remember being in a nightclub last night. It must have been here. But I wonder what happened to Gary. So, da hätten wir jetzt Klamotten. Ich guck mal doch, wir wissen ja jetzt schon zielgerichteter, wo wir hingucken können. Also, wir könnten uns jetzt ein paar Details über sie direkt angucken und eine Schublade aufmachen. Ich werde mir jetzt ihren Schlüpper einstecken, Leute. Oh, Riley, it looks like a pair of her panties. What should I do? I wonder if she'd notice a pair like this wandering off. I haven't found my boxes yet. But I could wear... Oh nein, wir ziehen... Oh nein, ich dachte, wir stecken sie uns so ein. Oh nein, wir ziehen ihre... Ah. Plus, they'd make a nice memento of our night together. Should I really take them? Ja, jetzt ist es zu spät. Oh, here goes nothing. Oh nein, aber jetzt haben wir wieder sowas an. Wow, they're surprisingly comfortable. Wir haben uns den Schlüpfer von ihr angezogen. I could seriously get used to wearing these. Hopefully she won't mind if I take them. Ja, natürlich, weißt du, wir liegen so vor ihr und ihr fällt natürlich nicht auf, dass es ihr Höschen ist. Ja, die ist klar. So blöd wird sie nicht sein. Hey, she still has my boxes anyway. A pair for a pair. Seems fair. So, also, und jetzt lass uns ins Portemonnaie gucken. This must be her wallet. I really shouldn't be looking through this. But then again, this might contain some useful information about her. Vielleicht finden wir einen Ausweis, a driver's license, an ID card, something with her date of birth or name at least. Should I look in her wallet? Pass auf, oder dann reißt sie die Tür auf und sagt, was ist hier los? Investigate. Oh, here goes nothing. Huhuhu. Oh, wir müssen uns entscheiden, was wir aussuchen. Oh, wie gut. Was könnte eine ID-Card sein? Es wäre jetzt kein Geld, ich will nur Informationen. Das Gelbe. This is a membership card. Von? Hang on, there's something else here. Her name's Louise. International Student Identification Card, University of Manchester. Ich sag doch Student. Louise Morell. Geboren am 3. Dezember 1989, ist halt die Frage, welches Jahr haben wir? Female? Also, 2011 bis 2015, das heißt, sie ist, wie alt könnte sie sein? 89, 99, 2009, oh mein Gott, sie ist Anfang 20, Anfang bis Mitte 20, okay. She is 26 years old. Danke, Spiel. That's older than I thought. This card looks super all true. I wonder if it's legit. Wir können auch mehr angucken. Dann will ich das da. There's a receipt in here. Oh, vielleicht für die Tabletten, die wir ja schon gesehen haben. Taxi. Ah, Tom's Taxi. Journey Details. Ah, pass auf. Könnte es sein, dass gestern der 24.03.2016 war, wir mit Car 8 gefahren sind, wir ungefähr 30 Pfund bezahlt haben? Tom's Taxis? It's dated from today. We must have arrived in the early morning. Yeah, I really can't remember any of that. I wonder who paid. Wow, nearly 30 quid? That was a price fair. I hope I'm not in the middle of nowhere. 30? Da weiß aber nicht, da willst du nicht wissen, was du in Berlin zahlen musst. Okay. Wow, her credit card. Should I really be looking through there, through here? Was ist das?
Sandbar. Buy 5 cocktails, get your thick for free. Okay, also es scheint ihre Stammbar zu sein. Sandbar, huh? Looks like Louise had a few drinks here. Few. Drei. Ja. Oder kriegt man den Stempel immer nach jedem fünften? Nee. Aber es heißt ja 1, 2, 3. Nee, also 3 Drinks. Weiß ja nicht in welcher Zeit, ne? So maybe we didn't meet in the Paradox after all. Or maybe this has nothing to do with this night? Hä? Habe ich das schon angeguckt? Ah ja, Identification Part. Aber, Her name's Robin? I thought it was Louise. Hä? Okay, jetzt verstehe ich auch nichts. Ah, vielleicht ist das eine gefälschte Karte, weil sie irgendwo... Also, in den USA weiß ich, dass es daher einige gibt, die sich einen gefälschten Ausweis machen lassen, um irgendwo reinzukommen, um feiern zu gehen. Aber hier ist sie noch jünger. Oder das ist ihr Original, der Studentenausweis ist gefälscht. Weil auf dem Studentenausweis ist sie älter. Oh mein Gott, aber wie alt ist sie denn jetzt? Robin Smith, 19. April 1994. Weil das hier wird richtig sein. Der Studentenausweis wird gefälscht sein. Oh mein Gott, die geht bestimmt noch ganz normal zur Schule. Oh, her name's Robin? I thought it was Louise. She's 22 years old, apparently. It's a funny looking ID card, though. I wonder if it's legit. What should I believe? Also ich glaube, dass sie eher Robin heißt. The other ID card looked really old compared to this one. Her name must be Robin. Vielleicht hat sie da einfach ein fremdes Foto draufgeklebt. Looks like a bunch of old bus tickets. That's everything here. So. Okidokili. Und jetzt kommt sie rein. Just in a moment, wenn wir es gerade weggepackt haben. Oh, hey. So, eigentlich lernen wir uns ja jetzt zum ersten Mal kennen, ne? What should I say? Are you okay? Yeah, I'm sorry for dashing out of the room like that. I hope I didn't freak you out or anything. It's okay. I was just a little shocked when I was suddenly smothered by the bed covers. The bed covers. You... yes. Hey, what are you looking at? You Schlüpper addict. Hang on. What? Oh, sie ist sauer, glaube ich. Aber fühlt sich so gut an meiner Haut. sie ist richtig sauer, glaube ich. Dieser komische Moment. Der peinliche Moment der Stille. What the fuck? Oh, what's wrong? Why the hell are you wearing my underwear? Jetzt haben wir die Wahl, ladies and gentlemen. They look nice, they're comfy, a mementor. I'm sorry. Was sagen wir? Sie sehen nett aus, sie sind komfortabel. Eine Erinnerung. Oder wir sagen einfach nur, Well. Oh God, I'm sorry. I just wanted something to remember to you. So you choose to wear my knickers? You need to leave right now. Seriously? Get the hell. Oh mein Gott. Schnell rausgeworfen. Oh mein Gott. Weil wir ihren Schlüpfer, also Schlüpfer angucken und anziehen. Keine gute Idee. Before you know it, you're on the doorstep. You quickly turn to ask, but what about the panties? Keep them. Robin yells as she slams to the door behind you. A passerby overheads your exchange and looks at you with a concerning stare. You blush wearing nothing but her underwear. Und so müssen wir jetzt nach Hause. Einfach, überleg dir das. Du hast einfach einen Schlüpfer von einer Fremden an, einen Frauenschlüpfer und musst so nach Hause. Vor allen Dingen, wir haben ja gar nichts, noch nicht mal unser Telefon. Können wir da nicht, und selbst wenn wir die Polizei rufen, sieht das auch nicht gut aus. With sheer embarrassment, you shuffle away from her front door. You pause for a moment, hoping Robin will take pity on you, but she does not.
You head down the road in search of a bus station. Aber welcher Bus nimmt uns denn mit? Wir haben ja kein Geld. So, das war Ende Nummer 2. Well, that was humiliating. I'm sure things could have gone better than that. Congratulations. You unlocked the ending in a twist. So, also, das war das zweite Ende. Ladies and Gentlemen, wir haben jetzt tatsächlich noch ein paar mögliche Enden vor uns. Auch die werden wir uns angucken. Dadurch ist es heute leider eine etwas kürzere Folge geworden. Aber wir können auch nichts speichern. Also die Enden speichern es automatisch. Ladies and Gentlemen, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mit am Start seid. Das nächste Mal, vielleicht habt ihr eine Idee, was wir als nächstes anfassen sollen oder wie sich ein Gespräch entwickeln soll. Lasst es mich sehr, sehr gerne wissen. Aber das musste ich einfach ausprobieren. Ich bin sehr gespannt, was uns hier weiter erwartet bei One Night Stand. Und bis dahin, Ladies and Gentlemen, genießt den Tag. Morgen, Mittag, Abend, Nacht und seid immer ein wenig dirty dabei, ist in dem Zusammenhang ein wenig fragwürdig, aber seid einfach ein wenig dirty.